makes that balloon? Ich verstehe immer noch nicht, warum Mama Papa verlassen hat. Wegen ihrem Traumjob? Oder hatte Papa eine Freundin? Warum mussten wir ausgerechnet hier hinziehen? Wegen dem Haarsalon, der Mama jetzt doch nicht braucht? Nein, wohl eher wegen der Wohnung. Aber warum muss ich in diese Ganztagsschule? Hier werde ich die ganze Zeit geärgert. Ich will nicht mehr in diese Schule. Ich kann nicht mehr. Ich habe Angst vor diesem Ort. Hast du eigentlich eine Freundin? Ja. Braunhaarige und blond. Hey. Blond. In welcher Klasse ist die? Oder? In der 8. aber nicht in der Schule. Sonst hättest du wohl kaum eine neue Second-Hand-Hose an. Hi, Tessa! Was geht? Es ist mir immer wieder ein Rätsel, wie deine Mutter dich nur so fett bekommen hat. Ihr habt doch kein Geld? Marie, du tut mir weh. Oho, will da eine aufmuffen? Glaub bloß nicht, du hättest eine Chance, Fetti. Igitt, wann hast du dich eigentlich das letzte Mal geduscht? Was? Vor 4 Wochen? Igitt, du stinkst nach Scheiße, Mann. Benutzt ihr euer Toilettenwasser jetzt schon zum Duschen? Nein! Ich habe dich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Hast du gesagt, dass es stimmt, dass ihr euer Toilettenwasser zum Duschen benutzt? Lala, mich nicht! Was hast du gesagt? Was? Ja, es stimmt. Oh, muss es jetzt heulen? Magda, lass ihn doch. Halt doch nicht. Go, Herr Albert kommt. Diesmal hattest du noch Glück, aber ich schwör dir, das nächste Mal schlag ich dich krankenhaus rein. Setz dich auf deinen Platz! Ja, beeil dich mal! Wo kommen wir denn da hin? Ich könnte dich! Jedes Mal das Gleiche! Dieser dumme Junge, der weiß nicht, wo er sich hinsitzen soll!
hättest du wohl nicht erwartet. Stimmt. Was habe ich dir heute Morgen noch mal gesagt? Kann's losgehen? Film ab. Warum tust du das? Halt die Fresse, du Dreckschwein. Oh, das ist ja komisch, dass ihr aufschreit, obwohl ihr da unten gar nichts habt. Du Scheiß als Vierempfänger. Oh, habe ich deine Babyzähne erwischt? Du bekommst Geld, obwohl du nicht mehr arbeitest, du fettes Stück Scheiße. Oh, du bist so rund und ich hab dich mit einem Fußball verwechselt. Mensch, was ist denn hier für eine Luft? Hey, Tim, alles klar? Papa, du kennst doch den Bernhard, von dem ich dir mal erzählt habe. Der, wo immer von Gors Neide geärgert wird. Ja. Gestern Abend hat Gor mit ein paar anderen Bernhard so übel zusammengeschlagen, dass er jetzt im Krankenhaus liegt. Was? Ja, die haben den richtig verdroschen. Mit solchen Deppen bist du in der Klasse? Ja, leider. Aber Mensch, Tim, da musst du was dagegen unternehmen. Du kannst doch nicht einfach zuschauen, wie ein paar Jungs einen Einzelnen schlagen. Aber Papa, ich war doch nicht mal dabei. Trotzdem, ihr müsst dem Gor klar machen, dass das nicht so geht. Und zwar gleich morgen. Ihr braucht da auch keine Angst zu haben, weil sonst rede ich mal mit seinen Eltern. Tina, das ist halt immer wieder nötig. Hey, Go, schau mal, wir haben ein neues Opfer in der Klasse. Stimmt, ein neues Loser-Paar. Kevin, komm mal. Guter Schlag. Ja. Hey, Go. Ja. Weißt du eigentlich, wie feige du bist? Zu fünf gegen Bernhard. Na und, das hat er doch verdient. Deinetwegen liegt er jetzt im Krankenhaus und macht nicht mehr auf. Hey, Gor, was hat er denn? Was hat er denn? So, doch ins Internet stellen. Pfeif drauf. So, ihr Lieben, Unterricht beginnt. Wir haben erstmal Jacken raus. Oh, die Mützen runter. Chris, nimm schon bitte die Füße runter. Ach so. Ja, vom Tisch runter. Das wäre mir sehr recht. Und wasch es zu Hause auch so. Einmal eher weniger. Ja, hallo, geht's noch oder was? Ich glaube, du gehst einfach mal ein bisschen vor die Tür. Das tut dir wahrscheinlich ganz gut. Tschüss. Setz dich auf deinen Platz, und zwar so leise wie möglich. Jürgen, nein, das ist unmöglich. Ich glaube, da muss ich mal mit deinen Eltern sprechen. Kommt es bei dem einen oder anderen mal an, dass diese Dinge, die da vorne an der Tafel stehen, Hausaufgaben sein könnten? Wer hat die Hausaufgaben? Nein. Hier gibt es wenigstens jemanden, der mich hört und der mich...
Hey, das ist sehr schön. Ich lasse gleich mal kontrollieren. Die anderen holen wieder die Hälfte raus. Macht eure Aufgaben mal. Schau ich mal, was habt ihr gemacht. Sag mal, wie sieht's hier eigentlich aus? Da ist alles voll mit Papier und mit Kreide. Hebt es mal bitte auf. Aber sofort jetzt! Ja, wie war's denn? Das waren der Jonathan und der Jakob. Ja, lügt! Ja. Eigentlich der Tim. Hey, schau mal. Ach, der hat Bauchweh und ist nach, heute nach Hause geraten. Hey, Kevin, schau mal. Ja? Oh, geil. Oh, passt echt gut mit Bernie. Ja. Ich werde da mal zu Hause anrufen. Und gibt's hier was? Nein, nein, nur die Hausaufgaben. Seid ihr gut dabei? Ja. Du hast mich sehr verletzt. Warum hast du das getan? Du hast doch alles, was du willst. Denk doch mal darüber nach. Kommt er ja auch nicht in mich. Immer die gleiche mit Jeans und so. Der könnte sich schon mal eine neue kaufen. Kakao für Domi ist schon geil. In 2 Jahre spielt er eh nicht mehr. Natürlich spielt er. Wenn einer nicht spielen sollte, dann ist es dieses Arschloch der Pierre. Das sieht aus wie gut. Hey, wo bleibt eigentlich Chris? Keine Ahnung. Wir wollten noch unseren Party abplanen, oder? Ich weiß auch nicht. Er hat gesagt, kommt heute ein bisschen später. Ich muss irgendwas Wichtiges erledigen. Hat es dir wehgetan? Musst du jetzt heulen? Musst du eine Brillenschlange dich jetzt trösten? Ich schick dich nach Hause. Wir blutet! Schaut mal, wir blutet! Schaut mal, wir blutet! Heiko! Heiko!
Scheiße! Oh. Spinnst du? Stark sein. Bernhard, du wirst nicht mehr laufen können. Aber schau, ich hab dir was mitgebracht. Ich hab dir eine Hose mitgebracht, Bernhard. Wer da kommt? Hallo Bernhard, wie geht es dir? Oh, hallo Tim. Was bist du denn hier? Dich besuchen natürlich. Die Blumen waren von mir. Oh, danke. Gern geschehen. Du Bernhard, ich habe Gor gesagt, was er angerichtet hat. Und er war richtig entsetzt. Ich glaube, er wird dich in Zukunft in Ruhe lassen. Du kannst also getrost wiederkommen. Tim, Bernhard wird nicht wiederkommen. Bernhard ist querschnittsgelähmt. Im Jahr 2000 betrug die Zahl der bekannt gewordenen Mobbingopfer noch 0,8 Millionen. 2009 stieg sie auf 1,9 Millionen, also das Doppelte. Dies ist eine enorme Steigerung. Schau nicht weg.